Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 22. März. Einen schweren Arbeitsunfall gab es am Mittwochnachmittag im Tagebau Welzow Süd. Dabei war der Fahrer eines Spezial-Lkw beim Überqueren eines Bahnübergangs mit einem Kohlezug zusammengestoßen. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt und musste ins Karl Thiem Klinikum geflogen werden. Der Lokfahrer erlitt einen Schock. Kriminaltechniker und Spezialisten der DEKRA haben die Ermittlungen übernommen. Weitere Meldungen aus der Region folgen jetzt. Im Hoyerswerder Schloss fand am Mittwochnachmittag die Mitgliederversammlung des Vereins der Zoofreunde statt. Auf der Zusammenkunft wurde in offener Wahl unter anderem der Vorstand für die kommenden 4 Jahre gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden als Vorsitzender Carsten Bormann, sein Stellvertreter André Jakubetz und Schatzmeisterin Brigitte Trunte. Schriftführerin wird Evelyn Blut. Zuvor konnte der Vereinschef im Arbeitsbericht die Bilanz ziehen, dass man wieder einen maßgeblichen Anteil an der Modernisierung des Zoos beigetragen hat und Projekte erfolgreich abgeschlossen wurden. Dazu zählen unter anderem die Sanierung von verschiedensten Gehegen, ein neuer Fußboden in der Besucherhütte der Bärenanlage sowie die Umgestaltung des Aquariums. Traditionell wurden zudem die Arbeitseinsätze im Frühjahr und im Herbst durchgeführt. Auch 2018 hat man wieder viel vor. So startet im Mai die große Spenden-Werbeaktion für die Afrika-Savanne und die neue Leopardenanlage. Trotz der noch kalten Temperaturen gibt es im Zoo Hoyerswerda schon den ersten Frühjahrsnachwuchs. Dabei ist einer erst wenige Tage alt und andere schon ein paar Monate, trotzdem zeigen sie sich jetzt erst. Bei den großen Maras kam Mitte dieser Woche ein Jungtier zur Welt. Schon etwas älter sind die 3 Bennett-Känguru-Jungtiere. Das älteste streckt inzwischen seinen Kopf aus dem Beutel der Mutter. Auch bei den Humboldt-Pinguinen ist mindestens ein Küken zu erwarten. Dort hat sich ein männliches Pärchen wahrscheinlich das Ei eines anderen gemopst und brütet es jetzt vorbildlich aus. Mit steigenden Temperaturen ist es auch möglich, dass noch weiterer Nachwuchs im Zoo Hoyerswerda zur Welt kommt. Ab Dezember geht der Zugverkehr auf der Strecke Hoyerswerda-Görlitz wieder in Betrieb. Rund 450.000 Kilometer auf der Regionallinie 64 werden jetzt vom Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien bei der ODEC bestellt, informiert der ZWON. Davon sollen Schüler und Pendler, aber auch Touristen profitieren. Denn das Seenland wird dann auch wieder per Schiene angesteuert. Zwischenzeitlich gab es Pläne, den bisherigen Ersatzverkehr per Bus beizubehalten. Seit 2010 läuft der Ausbau der niederschlesischen Magistrale. Vom Bahnhof Knappenrode bis zur polnischen Grenze wurde ein mehr als 50 Kilometer langer Streckenabschnitt ausgebaut und elektrifiziert.
In diesem Abschnitt sind Zuggeschwindigkeiten bis 160 km/h möglich. 520 Millionen Euro werden von der Deutschen Bahn in das Projekt investiert. Nach der Fertigstellung ist mit einer Verdopplung des Güterverkehrs zu rechnen. Von einst 50 sollen anfänglich 100, später sogar 160 Züge täglich fahren können. Am kommenden Dienstag wird das LMBV-Gewässerbehandlungsschiff Clara wieder in See stechen. Es wird nach dem nächtlichen Antransport am frühen Morgen am Partwitzer See eingekrant und kann dort seinen Dienst aufnehmen, informiert der zuständige LMBV-Projektmanager Jens Becker. Parallel dazu wird auch die Baustelleneinrichtung am See aufgebaut und der Schiffsverband durch die Besatzung so vorbereitet, dass es nach der Winterzeit wieder einsatzbereit ist. In Vorbereitung dessen wurden das Schubboot und seine Leichter in einem Winterquartier für die kommende Arbeitssaison fit gemacht und die notwendigen Revisionen durchgeführt. Die EU will Städte und Gemeinden beim Einrichten von kostenlosen Internetzugängen in Zentren des öffentlichen Lebens unterstützen. Dies soll beispielsweise durch WLAN und Wi-Fi-Hotspots in Parks, auf größeren Plätzen, in öffentlichen Gebäuden oder Bibliotheken möglich sein. Rund 8000 Kommunen in der EU sollen bis zum Jahr 2020 davon profitieren können, informiert der sächsische Europaabgeordnete Hermann Winkler. Die EU übernimmt dabei die Geräte- und Installationskosten bis ca. 15.000 Euro in Form eines Gutscheins, um den sich die Städte und Gemeinden bewerben können. Die Antragsteller tragen im Gegenzug für mindestens 3 Jahre die Kosten der Internetverbindung sowie die Wartungs- und Betriebskosten der Geräte. Das Registrierungsverfahren dazu hat begonnen. Die Registrierung ist Grundlage für die dann folgende Vergabe ab dem 15. Mai, wobei die Auswahl der Bewerbungen sich nach dem Eingangsdatum richtet, so Winkler. In der Hoyerswerder Hauptfeuerwache fand am Mittwoch das jährliche Treffen der Arbeitsgruppe Lausitz zum kreisübergreifenden Waldbrandschutz statt. Das Gremium, bestehend aus Kreisbrandmeistern und Brandschutzverantwortlichen der Stadt Hoyerswerda, der Landkreise Bautzen, Görlitz, Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz sowie der LEAG-Werksfeuerwehr, trifft sich seit 22 Jahren. Auch diesmal wurde unter anderem über die aktuellen Neuregelungen und Maßnahmen als auch über die stetig wachsenden Herausforderungen im Waldbrandschutz in den einzelnen Landkreisen berichtet. Außerdem wurden gemeinsame Einsatzübungen geplant. Eine Verständigung erzielte man dahingehend, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im präventiven Bereich zu intensivieren, um die Bürger umfangreicher und aktueller über die Belange des Brandschutzes zu unterrichten. Die Arbeitsgruppe stimmte auch der Verlängerung der bestehenden Vereinbarung über grenzüberschreitende Hilfeleistungen bei Waldbränden einstimmig zu. Sächsische Hochschulen sind bundesweit bei Studierenden beliebt. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Landesamtes in Kamenz hervor. Demnach zählt man seit 2011 immer mehr Studienanfänger aus anderen Bundesländern an den Hochschulen und Berufsakademien im Freistaat. Von den fast 20.040 Studienanfängern 2016 kamen 36% aus einem anderen Bundesland. Weitere 26% stammten aus dem Ausland. Im Jahr 2000 kamen noch 61% der Studienanfänger aus Sachsen. Nicht nur Hoyerswerda feiert in diesem Jahr Geburtstag, auch die städtischen Versorgungsbetriebe blicken auf ein Vierteljahrhundert. Janine Wendt hat dazu jetzt Pressesprecherin Stefanie Lode im Interview. Es sind eine Menge Aktionen, eine Menge Veranstaltungen geplant. Wie sieht's aus? Genau, wir haben viele Veranstaltungen geplant, aber grundsätzlich möchte ich erstmal sagen, dass unser Jubiläumsjahr unter dem großen Motto 25 Jahre miteinander zusammengefasst ist. Das wollen wir damit begründen, dass wir Danke sagen wollen an Kunden und auch Partner, die uns ganz vertrauensvoll in den letzten Jahren begleitet haben. Und unter diesem Aspekt haben wir verschiedene Aktionen und Veranstaltungen geplant, die wir zum einen extra für das Jubiläumsjahr organisieren, aber ein Großteil der Veranstaltungen wird auch etwas sein, was man schon aus den vergangenen Jahren von uns kennt und was wir einfach in den großen Rahmen 25 Jahre VBH setzen wollen.
Gestartet wurde ja schon im Januar mit dem Babybonus. Genau, der Babybonus, den bieten wir seit Januar jungen Eltern an, um sie im ersten Lebensjahr von ihrem Nachwuchs ein Stück weit zu entlasten. Denn es ist ja so, wenn ein kleines Baby in den Haushalt einzieht, dann dreht sich der Stromzähler doch schon etwas schneller. Und wir möchten deshalb von der Jahresrechnung eine Gutschrift erstellen. Und zwar bei der Geburt von einem Kind werden wir 50 Euro abziehen. Bei der Geburt von Zwillingen werden es 75 Euro sein. Und beim dreifachen Elternglück, sprich, wenn jemand Drillinge bekommt, dann werden wir 100 Euro von der Jahresrechnung gegenrechnen. Jetzt steht Ostern sozusagen vor der Tür. Gibt es denn so das eine oder andere Osterei? Ja, genau. Auch da haben wir uns was vorgenommen. Und zwar werden Anfang nächster Woche, am Montag und am Dienstag, Mitarbeiterinnen der VBH Energiewelt im Stadtgebiet unterwegs sein und eine kleine Osternascherei verteilen und unser Gewinnspiel I Love VBH. Und die Standorte werden sein am Montag zum Beispiel der Altmarkt und auch der Globusmarkt. Und am Dienstag wird man die VBH Osterhäschen antreffen in der Neustadt auf dem Markt, im Lausitz-Center, im Treff-8-Center und auch im Kaufland. VBH Osterhäschen finde ich ja wunderschön. Sie sprachen das Gewinnspiel an. Was gibt es denn zu gewinnen? Ja, der Gewinner kann sich darüber freuen, dass er bis zum Silvester 2018 keinen Strom mehr bezahlen muss. Das bedeutet, bis zum 31.12.2018 werden die Abschlagszahlungen für den Strom ausgesetzt und damit hat der Gewinner das Geld natürlich frei, um sich andere schöne Wünsche zu erfüllen. Und im vergangenen Jahr hatten wir diese Osteraktion auch schon und die Gewinnerin hat sich damit zum Beispiel die Urlaubskasse aufgebessert. Voraussetzung ist natürlich, man ist VBH-Kunde, um mitmachen zu können. Genau so ist es. Natürlich muss man Stromkunde sein von VBH, um davon profitieren zu können. Die Servicecard ist vor einigen Jahren eingeführt worden. Wird es denn auch für diese Teilnehmer vom Prinzip her so eine Art Geburtstagsbonus geben? Ja, natürlich. Die Service Plus Card wird im Jubiläumsjahr für den Zeitraum April bis September einige Geburtstagsüberraschungen bereithalten. Und zwar haben wir uns da verschiedene Verlosungsaktionen überlegt. Es wird jeweils 25 Gutscheine von namhaften Partnern in der Stadt zu gewinnen sein. Und auch kleine Geschenkaktionen sind geplant. Und insgesamt können von diesen Verlosungs- und Geschenkaktionen 750 Kunden von uns profitieren. Und mit der Zahl 750 haben wir ja eine kleine Brücke geschlagen zum Stadtjubiläum, 750 Jahre. Hier sind es auch wieder die VBH-Kunden, aber hier, wie gesagt, auch noch die, die eine Servicecard haben. Was ist mit denen, die noch keine haben? Die noch keine Karte haben, die können sich gerne bei uns in der VBH Energiewelt am Lausitzer Platz melden. Die können sich in der Regel am gleichen Tag die Karte auch mitnehmen und gleich einsetzen. Und über unser Kunden-Online-Portal ist es auch möglich, die Karte online anzufordern. Und in der Regel sind nach ein, zwei Tagen per Post, kommt die Karte dann nach Hause. Wir sprachen am Anfang auch von Feierlichkeiten, von Festen. Im Mai ist es soweit. Genau. Am 26. Mai haben wir den VBH-Familientag geplant, der natürlich unser großes Dankeschön an all unsere Privatkunden sein soll. Der richtet sich vom Thema her an die gesamte Familie. Von groß bis klein wird jeder angesprochen. Aktuell sind wir noch in der Planung des gesamten Programms, haben Kontakte zu verschiedenen Künstlern aufgenommen. Details zum Programm werden wir im Mai bekannt geben. Aber für heute ist schon mal so viel gesagt, es wird physikalische Experimente geben, die auf ganz lustige Art und Weise uns naturwissenschaftliche Zusammenhänge erläutern werden. Wir planen ein musikalisches Programm aus den Stilrichtungen Schlager, Jazz und Blues. Auch insgesamt wird es ein ansprechendes Bühnenprogramm geben. Verschiedene Mitmachaktionen sind geplant. Und es wird natürlich auch für Essen und Trinken gesorgt, sodass in der Zeit von 10 bis 16 Uhr die gesamte Familie bei uns verweilen kann und sich überraschen lassen kann von uns. Das waren so die Highlights fürs erste Halbjahr. Frau Lode, ich danke erstmal. Und liebe Zuschauer, das zweite Halbjahr, das besprechen wir an einem anderen Tag. Nach einer kurzen Pause befassen wir uns mit den Folgen der Zeitumstellung an diesem Wochenende. Bleiben Sie also dran. Zwei, null, eins, acht. Leute, das wird nicht irgendein Jahr. 2018, das wird unser Jahr. Ich sehe hier nämlich keine Wegducker. Runterschlucker? Nee. Ich sehe hier Leute mit Feuer in den Augen. Feuer, das kein Löschflugzeug dieser Welt löschen kann. Wir setzen uns nicht hin. Komm!
Wir setzen uns Ziele. Und noch was. Über die Witze vom Chef lachen wir nur, wenn sie richtig witzig sind. Mach dich auf was gefasst 2018. Nämlich auf uns alle. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Die Zeitumstellung rückt immer näher. Von Samstag zu Sonntag wird die Uhr wieder von 2 Uhr auf 3 Uhr auf Sommerzeit vorgestellt. Deswegen steht uns am Wochenende eine Stunde weniger Zeit zum Schlafen zur Verfügung. Für viele ist der Zeitwechsel jedoch eine Herausforderung. So kommt es bei einigen Menschen vor, dass sie in dieser Zeit unter enormen Schlafstörungen leiden. Nein, nicht wirklich, also nicht so gravierend. Also die Umstellung, gut, kann ein bisschen dauern, aber das sind so Probleme, körperlich gar nicht. Wir müssen ja auch damit leben. Man liegt dann halt stundenlang nachts im Bett und kann nie wieder einschlafen. Was machen Sie, wenn Sie Schlafstörungen haben? Dann stehen wir auf und gucken Fernsehen. Gar nichts, es gibt kein Rezept. Einfach wach bleiben. Wach bleiben. Ich bin Schriftsteller, ich kann mich auch hinsetzen und schreiben. Viel an der Luft, ne? Ja. An der Luft. Ja, wie heute. Ja. Das macht viel aus. Verantwortlich für die hervorgerufenen Schlafprobleme ist die innere Uhr. Der Schlüssel zum Verständnis unserer Probleme mit der Zeitumstellung ist die innere Uhr des Menschen. Die innere Uhr, das sind Strukturen, die dafür sorgen, dass in unserem Körper am Tag andere Prozesse ablaufen als in der Nacht. Am Tag sind wir aktiv, wir können essen, trinken, denken, arbeiten und in der Nacht soll der Mensch ruhen. Und damit das abgestimmt läuft, gibt es die innere Uhr. Im Gegensatz zu den technischen Uhren ist die innere Uhr nicht einfach umstellbar. Vielmehr braucht sie einen Auslöser von außen, der sie immer neu einstellt. So hat der Hell-Dunkel-Wechsel einen enormen Einfluss auf unser Schlafverhalten. Und wenn man nun eine Reise macht in eine andere Zeitzone und sich der Hell-Dunkel-Rhythmus verschiebt, haben wir Schwierigkeiten. Das nennt man Jetlag. Und wenn man jetzt die Zeit um eine Stunde umstellt, kommt es ja auch zu einer gewissen Verschiebung des Hell-Dunkel-Rhythmus um eine Stunde. Und das ist ein Jetlag im Kleinen. Das ist das Jetlag, was wir quasi mit der Zeitumstellung haben. Ein wirkliches Heilmittel für die Schlafstörungen, welche durch die Zeitumstellung entstanden sind, gibt es jedoch nicht. Für ein Vorbeugen oder Dezimieren des Jetlags kann man jedoch trotzdem einige Dinge unternehmen. Wenn man Probleme mit der Zeitumstellung vorbeugen möchte, sollte man sie in der Woche zuvor vielleicht ein kleines bisschen vorwegnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt die Umstellung von Winter auf Sommerzeit haben, sollte man schon anfangen, abends etwas eher ins Bett zu gehen und morgens etwas früher aufzustehen, dass sich der Organismus, die innere Uhr, so ein kleines bisschen schon daran gewöhnen kann. Das kann man vor der Zeitumstellung tun und nach der Zeitumstellung, wenn man meinetwegen Schlafprobleme hat, kann man versuchen, sich abends, wo es ja dann noch länger hell sein wird, schon mehr im Dunkeln aufzuhalten, dass man gut einschlafen kann. Und wenn man früh schlecht rauskommt, sollte man früh es gleich um sich herum recht hell machen, dass man schneller munter wird. Allgemeine Hausmittel wie Milch mit Honig können ebenfalls eine entspannende Wirkung auf den Organismus haben. So ist es empfehlenswert, das heiße Getränk vor dem Zu-Bett-Gehen zu trinken, um ein Ruhegefühl zu entwickeln. Eine positive Auswirkung kann auch der Verzicht von alkoholischen Getränken am Abend haben. Alkohol kann nicht nur das Einschlafen erschweren, sondern ein Aufwachen in den verschiedenen Schlafstadien erhöhen. Um sich besser auf die Zeitumstellung einzustellen, empfiehlt sich in den Tagen davor ein zeitigeres Zu-Bett-Gehen. So gewöhnt sich die innere Uhr allmählich an den neuen Rhythmus. Nach Angaben des Schlaflabors im Klinikum Chemnitz können vor allem Eltern von kleinen Kindern, die gerade ihren Wach-Schlaf-Rhythmus hart erarbeitet haben, betroffen sein. Zudem zählen Menschen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und Personen, die ohnehin Schlafstörungen haben, zur Risikogruppe. Wir blicken nun auf den zweiten Teil unserer Kurznachrichten und starten auf der Kinder- und Jugendfarm.
Zum Tag des Wassers auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda gab es am Donnerstag ein interessantes Programm. Rund 150 Jungen und Mädchen aus der Stadt konnten sich an verschiedenen Stationen über die Natur, die Landschaft und natürlich das Wasser informieren. Zwei Ranger vermittelten unter anderem Wissenswertes über das Dubringer Moor. Dabei ging es auch um die Bedeutung des Wasserhaushaltes in der Landschaft. Zudem waren auch wieder die Versorgungsbetriebe vor Ort. Am Stand der VBH wurde die Trinkwasserproduktion erklärt und anschaulich dargestellt. Außerdem wurde über die verschiedenen Berufsbilder im Unternehmen informiert. Ein besonderer Hingucker war in diesem Jahr ein armeefarbenes Boot und eine überdimensionale Froschfigur. Die Regionalbus Oberlausitz GmbH erhält 860.000 Euro für neue Busse. Die Fördermittel kommen vom Wirtschaftsministerium und entsprechen rund 55% der Anschaffungskosten, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt 10 Fahrzeuge sollen angeschafft werden. Sie sind barrierefrei und entsprechen der Abgasnorm Euro 6. Regiobus betreibt Linien in dem Landkreis Bautzen und Görlitz. Die Polizei warnt aktuell vor Betrügern. Im Landkreis Bautzen sind mehrere Fälle von sogenannten Dachdeckerkolonnen bekannt geworden. Die vermeintlichen Handwerker bieten ihre Leistungen extrem günstig an. Allerdings erhöht sich der Preis bis zum Abschluss der Arbeit meist um ein Vielfaches. Die angeblichen Fachleute haben dann aber meist schon begonnen, sodass die Auftraggeber wohl oder übel zahlen, damit der Auftrag fertiggestellt wird. Bei Kolonnen handelt es sich meist um ausländische Arbeiter. Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Donnerstagvormittag in Kamenz. In der dritten Etage einer Wohnung an der Jesauer Straße war das Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Der 59-jährige Mieter sowie zwei weitere Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die beiden oberen Etagen des Hauses sind nicht mehr bewohnbar. Mit Haftbefehl gesucht Mann hat die Polizei in Bernsdorf bei einer Verkehrskontrolle gestellt. Nach dem Mann wurde gesucht, weil er eine Geldbuße nicht beglichen hatte. Da er die offenen 250 Euro immer noch nicht bezahlen konnten, brachten ihn die Polizisten in ein Gefängnis. Mittwochnachmittag hatte eine Frau an der Albert-Einstein-Straße in Hoyerswerda ein Smartphone der Marke Huawei entdeckt. Die ehrliche Finnerin brachte es zum Polizeirevier. Da nicht ermittelt werden konnte, wem es gehört, wurde das Handy dem Fundbüro übergeben. Dort kann es von seinem Eigentümer wieder abgeholt werden. Die Kita Pfiffikus aus Bernsdorf ist Sieger der Vorrunde der Kita-Olympiade in Bernsdorf. Auf Platz 2 folgt das Bienenhaus Schwebnitz. Beide Einrichtungen haben sich damit für das Finale Ende April in Hoyerswerda qualifiziert. Insgesamt hatten 8 Kitas am Wettbewerb teilgenommen. Im historischen Kalenderblatt schauen wir heute in die Anfänge der Stadt Lauter. Im Anschluss folgen wie gewohnt das Wetter und die Veranstaltungstipps. Bleiben Sie also dran. Haben Sie ein ungewöhnliches Hobby, eine große Sammelleidenschaft oder kennen Sie jemanden, den wir unbedingt einmal vorstellen sollten? Sie können sich telefonisch unter 03571 425 40 oder via Mail unter info@elsterwelle.de einfach bei uns melden. Das Elsterwelle Kalenderblatt. 1374 wurde das Dorf Lauter erstmals erwähnt, damals noch unter dem Namen Lute in einem Zinsregister des Klosters St. Marienstern. Ab 1879 setzte auch hier die Industrialisierung ein. Eine Quarzsandgrube unweit des Dorfes wird erschlossen und in einer Hosener Glashütte der Sand verarbeitet. Der Braunkohleabbau im Senftenberger Revier sorgt später für noch mehr Einwohner, allerdings erst mit dem Bau des Aluminiumwerkes explodiert die Zahl ab 1917 nahezu. Zahlreiche Unternehmen kommen dazu und am 1. Februar 1965 erhält Lauter das Stadtrecht. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Der Hilfeverein lädt am Freitag ab 10 Uhr wieder zum Seniorenschwimmen in das Lausitzbad ein.
Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda startet am Freitag ab 14 Uhr wieder der Reiterkurs. In einem neuen Angebot ist das Thema am Freitag Umwelt- und Computertechnik. Es kann ab 15 Uhr auch in der Kreativwerkstatt gebastelt werden. Im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Freitag ab 14 Uhr die Kreativwerkstatt ein. Es kann aber auch in der Holzwerkstatt gearbeitet werden. Im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda ist am Freitag wieder DJing. Kids können da ihre eigene Musik auflegen und dazu tanzen. Start 15.30 Uhr. Im Jugendhaus in Lauter am Lessingplatz können Interessierte am Freitag den Theaterkurs belegen. Beginn ist um 16 Uhr. Es gibt auch wieder offene Angebote. In der Hoyerswerda Stadtbibliothek wird am Freitag zum Tag des Buches ein weiteres Bücherduell ausgetragen. Die beiden Kontrahentinnen Anne-Kathrin Trojan und Heidelinde Stürmer bewegen sich diesmal auf dem Feld des Humors. Dabei gibt es ab 19 Uhr Sinniges bis Unsinniges, skurrile und ironische Beiträge. Der Eintritt ist frei. Der Astronomische Verein Hoyerswerda lädt am Freitag um 19 Uhr zur nächsten Veranstaltung in das Planetarium in Hoyerswerda am WK6 ein. Es geht dabei in einem Vortrag um die Macht der Sterne und dabei auch um Horoskope. Bei wolkenfreiem Himmel erfolgt im Anschluss die Beobachtung des Sternenhimmels. Und hier noch ein Tipp für den Samstagmorgen. Der Hoyerswerda Wanderverein macht sich am Samstag auf zum 38. Bergtest bei Wehlen. Es ist eine anspruchsvolle Bergwanderstrecke über 14 Kilometer zu absolvieren. Wer sich fit fühlt, kann sich anschließen. Treff ist am Samstagmorgen um 6.20 Uhr am Bahnhof Hoyerswerda Altstadt. Nachts bedeckt und noch ein wenig Regen bei einem Grad plus. Am Freitag neben dichten Wolken auch ein paar Auflockerungen, mitunter auch länger neblig trüb und Höchstwerte um 3 Grad. Am Samstag zunächst zögerlich, am Sonntag häufig freundlich, meist trocken, dazu deutlich milder als zuletzt. Die Tageshöchstwerte können am Sonntag 12 Grad erreichen. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Morgen sind wir wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Wir wünschen einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.